bin gespannt, Stefan Niestrand, der Europarekordhalter seit dem letzten Meeting in Stockholm, 46,48 Sekunden und heute Morgen auch schon sehr schnelle 46,79. Hat er eine Sekunde Vorsprung vor dem zweitplatzierten Martin Gino aus Frankreich, der neben ihm auf der Wand rückschadet. Und da sieht im Moment sogar der amtierende Weltrekordhalter Robert Skuman auf der Bahn 2 gegen den Schweden ziemlich alt aus. 46,25 Sekunden wäre der Weltrekord und bei dem Vorsprung ist das durchaus eine denkbare Geschichte.